willkommen bei Patrick's Voice Channel und einem weiteren Video, wo es um Vokale geht. Wo ich mit den Vokalen so ein bisschen angefangen habe zu arbeiten und mir aufgefallen ist, dass man mit O und U die vertikalen Resonanzräume kann trainieren und mit E und I eher so die horizontalen Maskenresonanzräume, der männliche Anteil von unserer Stimme, weil er so ein metallisch und hart ist, weil er so ein schlagende Kraft hat, im Vergleich zu den weichen, runden Gähnklängen bei O und U, ist mir so ein aufgefallen, was denn, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt mit O, E, I, O, U, A, E, I, O, U und einem H davor, etwas auszudrücken, ohne weitere Wörter dazu zu nehmen. Das erste wäre H. Wann kommt H? Man sieht es in den Comics, wenn es macht wenn man lacht. Das ist so ein gesamtheitlicher Vorgang, wo der ganze Mensch unkontrolliert mitbeteiligt ist. Der braucht es nichts weiter als einfach die Öffnung und der Klang dringt aus uns raus. Der Ho, 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 Ho ist so eine Zustimmungsgeste. Oho, oder so ein bisschen, eine Bewunderung auch, wo sehr uns zeigt, oho, oho, uns in unserem Inneren, unsere Haltung, etwas, wo wir gegenüber sehen. Was haben wir dann bei einem Hu? Einerseits vielleicht die Idee von einer Eule, uhu, oder von einem Käuzchen, aber es ist auch so ein das Geister, was man macht, wenn man irgendwelche Kindergeschichten erzählt oder da möchte ich zeigen, dass ein Geist kommt. Das geht von uns weg, das hört man vielleicht auch, das füllt die vorderen Räume da und gibt so ein Gefühl von von nicht ganz klar sein, was um einen herum passiert. Wo haben wir es beim E? Das sehen wir folgendes bei einem Hey! Hey! Das ist so ein Ausruf, der nach außen geht. Hey, bleibst da oder ha, hey, hey, mein Velo zum Beispiel, wenn es einer gerade klaut. Das wäre das E. Und das Letzte vielleicht noch, das I. Zeige es gerade mit dem Finger, auch wieder in der Comicsprache. Ein Auslachen von jemandem, ein relativ höchst und auch ein so ein bisschen aggressives Wegbewegen von mir auf andere zu. Da sieht man also mit H, He, Hi, Ho, Hu, haben wir im Alltag schon relativ genau die Übereinstimmung zu den Energien, die die Vokale mit uns im richtigen Stimmgebrauch machen. Wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bleibt gesund und habt's gut.